Uns erreichen soeben die ersten Bilder aus Buenos Aires. Ihr seht sie hier von mobilen Uploads von YouTube. Denn auch jetzt nach so vielen Stunden ist das Land immer noch ohne Strom. Und damit willkommen zur zweiten Sondersendung des Tag X Newsroom. Wie gesagt, uns erreichen jetzt hier die ersten Bilder der Blackout-Katastrophe. Es ist nach wie vor unklar, was den Blackout ausgelöst hat. Allerdings gibt es bereits erste Vermutungen, da momentan in Argentinien die Regenzeit stattfindet, also im Bereich die Regenzeit und der Wetterumschwung stattfindet, weil die jetzt in den Winter gehen, vermuten die Experten, dass die Stromleitungen, die vom Damm ins Landesinnere führen, durch den massiven Regen beschädigt oder gar umgestoßen oder gar komplett zerstört worden. So gesehen, wir denken, es wird noch lange dauern, bis hier eine flächendeckende Stromversorgung wieder eingesetzt werden kann. Noch dazu regnet es in Strömen momentan in Argentinien und Uruguay. Wie gesagt, da ist jetzt momentan Regenzeit, was die Arbeiten natürlich dementsprechend noch verschärft. Manche Geschäfte haben einen Generator, die schaffen es, sich mit Strom zu versorgen, können allerdings so gesehen kaum handeln, denn ohne Strom funktionieren die Kassen nicht und selbst wenn man einen Generator hat, ist es nur eine Notlösung, denn wie lang hält der Benzin? Und wie viel Benzin hat man noch, um weiterhin durchzukommen? Wenn wirklich die Stromleitungen massiv zerstört worden sind, kann es natürlich sein, dass dieser Blackout auch länger als nur ein paar Stunden anhält. Es ist zwar jetzt schon von Officials berichtet worden, dass einige Teile des Landes wieder ans Netz gegangen sind. Also so gesehen schaffen es die Behörden und die Helfer vor Ort, die Stromversorgung dementsprechend zwar langsam, aber stetig langsam wieder aufzubauen. Wir sind gespannt, wie lange das noch dauern wird. Wir hoffen nicht zu lange, denn wir wissen alle, was bei einem so einem Blackout passiert, vor allem wenn dieser länger als 3 Zeit andauert. Vor allem stellen Sie sich vor, der dauert über einen Tag an oder noch länger, dann wird es sehr ungemütlich, denn wie viele Menschen haben denn schon Vorräte zu Hause, um sich im Falle eines lange anhaltenden Stromausfalls weiter zu versorgen, wenn keine ATMs, also keine Bankautomaten funktionieren, bezahlen mit Karten in Geschäften funktioniert nicht, generell einkaufen oder auch das öffentliche Verkehrssystem ist somit unbenutzbar, sofern es auf Elektrizitätsbasis läuft. Natürlich viele Busse laufen immer noch auf Diesel oder Erdgas, die können natürlich weiterhin fahren. Aber nichtsdestotrotz ist so ein Blackout eine sehr gefährliche und sehr kritische Sache. Wir werden natürlich weiterhin dranbleiben an dem Thema und euch weiterhin davon berichten. Wir hoffen, dass es euch allen gut geht da draußen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen oder Wünsche, Anregungen habt, dann schreibt es bitte alles in die Comments. Lasst uns diskutieren. Erzählt mir doch, ob ihr auch schon mal einen länger anhaltenden Stromausfall erlebt habt. Zum Beispiel im Münsterland 2005. Wer von euch dabei war, bitte schreibt eure Erfahrungen rein. In Argentinien wird das Ganze jetzt noch ein bisschen dauern, aber auch in Uruguay. Uruguay und Argentinien sind ja die mitunter bevölkerungsreichsten Länder dieser Welt. Wenn wir uns jetzt angucken, Argentinien ist riesig. Also Argentinien ist, also wenn wir hier mal das falsche Bild, können wir uns das Bild anzeigen lassen. Argentinien ist ein wirklich riesiges Land und dieses gesamte Land ist ohne Strom. Uruguay ist ebenfalls ohne Strom. Paraguay ist auch in Teilen ohne Strom. Chile ist in Teilen ohne Strom und wir haben sogar in Buenos Aires, natürlich in einer Millionenmetropole, keinen Strom. Buenos Aires hat, wie viele Einwohner hat Buenos Aires? Schauen wir mal kurz nach. Buenos Aires hat 2,89 Millionen Einwohner. Das ist nicht wenig und die sind gerade momentan komplett ohne Strom oder zumindest auch in großen Teilen ohne Strom. Ja, es wird weiterhin anhalten und wir werden euch natürlich auch weiterhin davon berichten, sobald die Teile, Bereiche wieder ans Netz gehen und auch wenn sich andere Entwicklungen ergeben. Subscribe den Kanal, teilt den Kanal. Wir sind Tag X. Wir bereiten uns auf solche Sachen vor, denn
So etwas kann auch bei uns passieren. Das ist nicht unbedingt auf Umländer begrenzt, denn Stromausfälle können überall passieren und wir können jeden Tag froh sein, wenn unsere Kaffeemaschine funktioniert. Deswegen bleibt dran, subscribe den Kanal, teilt diese Videos und wir danken euch für euren Support und wir sehen uns beim nächsten News Update.